Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Einfach Pferde im Weltall. Pferde im Weltall. Und wir machen uns jetzt an so die ersten Komponenten für unsere Rakete. Dafür brauchen wir Eisen. Und Moment. Habe ich mich jetzt vertan? Ich dachte, wir brauchen Eisen. Ach ja, doch, jetzt geht's. Genau, wir kompressen das Ganze nämlich. Sehr gut. Und tada. Das kann jetzt erstmal ein bisschen werkeln hier. Dann habe ich mir hier einen Redstone Repeater gemacht. Und wir brauchen nämlich jetzt so langsam die Sachen für die NASA Workbench. Wenn wir das alles haben. Ich habe mir übrigens ein paar nette Tipps gegeben, was ich hier noch so alles für Mods drauf machen kann, damit das Ganze besser ist. Und da gucke ich mal, dass ich mich da auch so ein bisschen damit zurechtfinde. Wir bauen auf jeden Fall, müssen wir noch eine Werkbank bauen. Und ich habe tatsächlich kein Holz für eine Werkbank. Okay. Dann machen wir uns mal ein bisschen Holz. Wo ist denn eigentlich Björn und Bernd schon wieder hin? Ah. Die beiden, ne? Und da ihr ja auch mich gefragt habt, natürlich zu Recht, wie wir die Villager und so mit ins All nehmen wollen. Ja, wir packen die einfach in ein Ei. Also das kriegen wir schon hin. So, eine Werkbank. Hä? Ach so. Ja, es ist ein bisschen verschoben, wie ihr seht, weil der Mod sich nicht so gut versteht mit dem Shader und so. Wir haben gerade ein Skelett gehört. Während hier immer noch fleißig unsere Maschine compressed. Wie weit ist sie denn? So, aber wir brauchen nämlich kein Compressed Iron, sondern Compressed Steel dafür. Also wir müssen jetzt jede Menge Sachen kompressen. Wir haben hier nämlich noch schon ein bisschen Compressed Iron. Und dann haben wir noch Kupfer und Aluminium. Das müssen wir nämlich alles kompressen. Zinn? Weiß ich auch. Ich weiß gar nicht, ob wir Zinnteile brauchen. Aber nehmen wir mal das hier raus. Und machen wir schon mal ein bisschen. Moment, wie war das? So, ganz genau. Wir bräuchten fast noch mehr Kompressoren. Denn jetzt wird hier raus, nämlich Stahl. Und Stahl brauchen wir für die NASA-Werkbank und auch für unsere Rakete. Nehmen wir ein bisschen was zu essen. So, und dann packen wir mal das ganze Stein und sowas nach oben. So. Das brauchen wir nämlich jetzt alles erstmal nicht. Und wir brauchen. Oh Gott, ich bin am Überlegen. Ich glaube, es war Stahl, Aluminium und Zinn. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einmal kurz ins Bett legen. Theoretisch müsste das jetzt längst fertig sein. Es hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Wir bauen auf jeden Fall jede Menge von diesen Platten da. Wir hätten echt noch einen neuen Kompressor gebraucht. Nun gut, was wir aber mal machen können ist, wir suchen mal nach, ob wir hier Pferde in der Nähe finden. Ich finde, die Sonne sieht so geil aus in dem Mod. Hey. Aber wir haben jetzt aktuell sowieso, müssen wir erstmal warten, bis das Stahl durch ist. Aber hier haben wir keine Pferde. Wir machen das quasi so, dass wir sagen, hey, wir suchen uns jetzt die Pferde. Oh, hallo. Was machen Sie denn hier? Da ist der Gute. Björn, sehr gut. Ich dachte, wir haben dich für immer verloren. Machst du hier einen Ausflug? Okay. Ja, wenn du meinst, Björn. Ja, es ist halt so.
ich finde es immer noch lustig, dass meine Waffe durchsichtig ist, dass wir quasi jetzt uns Pferde suchen, dann packen wir die quasi gesehen in Eier. Also wir bringen die Pferde quasi durch die Eier, genauso wie Björn und Bernd nehmen wir auch als Eier mit. So, dass wir die halt aber quasi dann auf einem anderen Planeten mitnehmen. Also, wir können sie nicht direkt in die Rakete packen, aber wir nehmen sie halt in Eiform mit. Und von daher wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt keine Pferde finden, weil wir nehmen sie ja sowieso als Eier mit. Und von daher, alles gut. Ui, ui. Fabi Tarzan springt von Baum zu Baum. Ich habe übrigens gerade selber noch mal so ein bisschen an einem anderen Shader rumgebastelt, den ich super cool finde, aber mein Rechner ist zu schwach dafür. Da gibt es nämlich noch so ein paar Varianten, wie man da noch ein paar Sachen umstellen kann, noch zusätzliche realistische Wolken und oh mein Gott, was man nicht alles machen kann an seinem Shader. Ich kann euch das ja mal ganz kurz demonstrieren. So sieht die ganze Welt hier. Autsch. So sieht das Ganze mit dem Shader aus. An dem ich jetzt gerade so ein bisschen rumgewerkelt habe, da sieht das Ganze dann so aus. Aber ihr seht auch gerade, dass es schon bei weitem nicht so flüssig läuft und ja, es ist einfach deutlich anspruchsvoller. Und außerdem seht ihr, dass mein Brötchen noch verschwommener ist. Umso besser der Shader, umso verschwommener das Brötchen. Das sollte man mal sich als Spruch patentieren lassen. Das ist ein Minecraft-Spruch für ein T-Shirt oder so. Verdammt, wir kommen hier nicht mehr hoch. Doch. Wir haben ein Geisterbrötchen. Wer es isst, wird begeistert sein. Okay, also ich habe nicht das Gefühl, als würden wir hier in der Nähe Pferde haben. Dann machen wir halt wirklich so, dass wir dann erstmal ins Weltall fliegen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und so, so. Verdammt. Ist da irgendwas? Das sah immer aus, als wäre eine Kuh drin. Aber es war ja nur ein Baumstamm. Moment, wo sind wir jetzt eigentlich? Habe ich mich jetzt verlaufen? Ich wollte nur ein bisschen Zeit totschlagen damit und quasi schon mal nutzen, um nach Pferden zu suchen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hänge hier gerade fest. Heute Morgen hatte ich übrigens dasselbe Problem, was damals am Anfang gekommen war, bei meinem Shader. Nicht bei meinem Shader, bei meinem Minecraft. Also ich hoffe, also wenn ihr jetzt diese Folge seht, dann scheine ich es vielleicht wieder hinbekommen zu haben. Aber ich hoffe, dass alles funktioniert. Ansonsten muss ich wieder back to Retro Minecraft gehen. Und das war dann natürlich, das Projekt geht ganz normal dann weiter. Ich habe auch sicherheitshalber die Map mal gespeichert. Also, da müsste man dann nur wieder ohne Shader, also wieder die notfallmäßige Variante. Ich habe selber überhaupt keine Lust drauf, das wieder alles, wieder den Rechner einzuschicken und so. Ich hoffe, ich habe den Fehler gefunden. Ja. Und es funktioniert wieder alles. Wäre sehr, sehr blöd, wenn nicht. Hört sich so an, als wären wir hier durch. Sehr gut. Compressed Steel. Compressed Iron. Wo ist denn hier Kupfer? So, dann haben wir jetzt nicht die Kupfersachen, die wir noch brauchen. Und Aluminium. Müssen wir alles hier kompressen. Nämlich, wir brauchen dann nämlich immer diese Platten dafür. Deswegen sollten wir uns wirklich fast mal überlegen, ob wir nicht uns einen zweiten Kompressor irgendwie bauen, weil ihr seht ja selber, das dauert ja ganz schön lange dann. Und dann gucken wir auf jeden Fall, dass wir die Sachen fertig machen. Hier haben wir noch unsere Advanced Warfers. Die Advanced Warfers sind wiederum für die Rakete. Und die Rakete Stufe 1 bauen wir dann hier. Außerdem brauchen wir die Advanced Warfers auch für eine Raumstation. Also wir werden quasi, wenn wir jetzt die Teile fertig haben, die Compressed Sachen, bauen wir aus den Compressed Sachen, bauen wir dann, ich pack das hier schon mal raus. So.
Ich muss nochmal nachschauen, ob man die Sachen dann alle in den Kompressor legen muss zum Craften oder ob man die in der Workbench craftet. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall brauchen wir von allem zwei, glaube ich, erstmal. Gucke ich mal nach nochmal, dass wir... Ich probiere es gerade mal in der Workbench. Also ich hatte auch ja den Tipp bekommen, dass ich diese, dass mir diese Rezepte Minecraft, aber ich habe es nicht so ganz verstanden, wie man das bei sich einstellt. So. Nee, so geht das zum Beispiel nicht. Ach, verdammt. Okay, gucken wir mal im Kompressor nach. Ich muss nochmal genauer, wie genau die Rezeptanordnung nachschauen. Genau, so ist es falsch. Okay. Dann muss ich nochmal nachschauen, wo ich das genau hinmachen kann. Dann mache ich hier schon mal Zinn wieder rein. Und lasse daran ein bisschen weiter bauen. Und wir machen daraus dann nämlich, machen wir so gehärtete Platten. Und aus diesen gehärteten Platten dann wiederum machen wir die Außenhülle der Rakete. Und wir bauen daraus, aus dem Advanced Warfare, was wir gerade haben. Also, wir brauchen das hier, die Werkbank und den Warfare brauchen wir, um eine NASA-Werkbank zu bauen. Und in der bauen wir dann bei der nächsten Folge, bauen wir dann die Rakete daraus. So, jetzt gucken wir mal nochmal. Also wir werden, was heißt, nehmen wir denn alles mit? Wir nehmen, definitiv brauchen wir was zu essen. Wir müssen uns dann auch nochmal so eine Überlebensausrüstung bauen. Also, es gibt ja da jede Menge Sachen. Moment, ich mache das mal ganz kurz. Während das eine baut, demonstriere ich das alles mal, was es da noch gibt. Was wir jetzt quasi noch alles brauchen. Wir brauchen quasi, ihr seht es hier, brauchen wir, das hier ist diese NASA-Werkbank, die brauchen wir noch für die Raketen. Dann brauchen wir noch einen Fuel Loader oben, um die Raketen zu beladen mit Sprit. Dann brauchen wir halt hier Fuel. Also wir brauchen dann noch, müssen wir dann noch die Rakete betanken. Und wenn wir das haben, dann geht es quasi nur noch hier an die Sachen. Also wir können dann uns noch ein Überlebensausrüstung. Genau, wir brauchen quasi diese Sachen hier und die Nose Cones und die Heavy Duty Plates. Die beide brauchen wir dann für die Rakete. Und das ist dann quasi so unsere Rakete. Da können wir dann hier die. So. Da seht ihr dann hier die Tier 1 Rakete. Die bauen wir dann da oben hin. Befüllen die dann. Und dann haben wir dann nur noch diese mögliche Sache, dass wir hier sowas hier brauchen wir dann quasi noch. Also eine, ich demonstriere es. Eine Atemmaske. Moment, sehe ich das von vorne? Warum kann ich die da nicht anziehen? Okay, ich habe das irgendwie voll verkackt. Das sind halt quasi die Sachen, die wir noch brauchen. Sobald wir die fertig haben, können wir dann nach oben und nach oben haben wir dann sowas wie Mondbuggies und sowas, also die werden wir uns dann auch noch holen und können dann eben auf dem Mond noch mit unseren Special Sachen dann landen. Hier dann hier haben wir noch jede Menge Sachen. Oh Gott, so viel, was wir noch bauen können. Hier sind dann auch hier diese Tier 2 Raketen, also wir haben richtig, richtig, richtig viel, was wir noch machen können. Und wenn wir eben diese Heavy-Duty-Plates haben, brauchen wir nur noch ein bisschen Sprit. Also das heißt, wir können sehr, sehr bald ins All starten. Und so. Dann, oh, jetzt bin ich noch in dem Modus. Genau. Also die Sachen bauen wir jetzt gerade noch. Ich gucke mir dann nochmal das Rezept an. Ich müsste mir das theoretisch wirklich mal ausdrucken. Das wäre wahrscheinlich die beste Variante, dass ich das direkt neben mir liegen habe. Ich bräuchte einen zweiten Monitor. Aber während wir quasi hier unser Zinn noch machen. Ein paar
packen wir dann eben noch die anderen Ingots rein und dann sind wir nämlich wirklich so weit, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt alles, was wir brauchen an Ressourcen und dann bauen wir nur noch die Rakete und dann geht's genau dahin, ins All. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.